Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grimmige Legenden 3, die dunkle Stadt. Hier ist Sabine die Cat und ich möchte heute mit euch das Bonuskapitel spielen, der alte Stein. Viel Spaß! Wir schauen uns hier mal genauer um auf der rechten Seite. Kriegen wir einen Gürtel und ein Messer. Wir sehen schon, hier hinten ist ein grüner Edelstein, den holen wir uns mit dem Messer raus. Gehen wir zur Mitte her, dann nehmen wir uns das rote Tuch mit. Gehen wir links rüber, mit dem Messer können wir die Schrauben lösen. Dann können wir den Eisenring kombinieren mit unserem Gürtel. Gehen zum Tor vor. Who's that? I'm either not here alone or I'm going crazy. Mit dem Messer und dem Gürtel holen wir uns den Schlüssel hier vorne. Damit können wir jetzt rechts unsere Zellentür öffnen. There's no hope for me, Gabriel. But you can still escape this realm. Solomon! He just vanished. Gut, wir gehen nach vor. Schauen uns hier mal ein wenig um. Wir nehmen mal von der Mitte hier den Stock mit. Gehen wir zu den Statuen hier rechts. Nehmen wir den Hammer mit. Mit dem Messer können wir oben gleich mal den Edelstein auch noch rausholen. Gehen wir zu der Mitte her. Das zerschlagen wir mit dem Hammer. Wir bekommen Weihrauch. Noch einen Schlüssel und mit dem Tuch holen wir uns die Glasscherbe. Dann gehen wir wieder nach rechts her zu den Statuen. Da fügen wir den Schlüssel ein. Mit dem Stock holen wir uns Teer. Dann gehen wir zurück. Mit dem Stock können wir jetzt hier von der Mitte den roten Edelstein rausholen. Gehen wieder nach vor in die Mitte. Hierher. Such a strong light. Nebenbei her. Hierher. Da können wir oben alle drei Kristalle einfügen. Lenke den Lichtstrahl, um die Monster zu zerstören. Gut, den setzen wir gleich mal hier oben her. Der kommt hier rüber. Dann sehen wir schon, der erste grillt schon. Den zweiten setzen wir hier unten her. Den setzen wir eins nach links. Und den fügen wir hierher. Jetzt sehen wir, der Lichtstrahl hat sich hier rüber gewendet. Da gehen wir jetzt noch hin. Geben den Weihrauch rein. Halten unsere Scherbe drüber. Dann ist die nämlich schwarz. Damit können wir jetzt in die Mitte zum Licht gehen. Jetzt haben wir hier unsere Scherbe und wir müssen die Runen unten sammeln. Now that the way out is open, let me shed disguise. So, wir hinterher. The light! Its source might be a way out of this realm. Wir schauen uns hier ein bisschen um, gehen mal zum Skelett her. Maskengeister haben die Stadt angegriffen. Ein Koschmar läuft frei herum. Verteidigt die Bibliothek, koste es, was es wolle. Und wir bekriegen... Rune Nummer 1.
Hier haben wir ein Symbol mit dem Messer. Können wir den Stein lösen. Kriegen Splitter. Und dann Würfel. Gehen nach links rüber. Da haben wir die Rune Nummer 2. Schauen hier noch vor. Können wir den Würfel einfügen. Vertausche die Teile, um die Geschichte des Ordens Reihe für Reihe korrekt darzustellen. Fangen wir ganz oben links an. Da kommt der Komet. Da schlägt er ein. Er wird gefunden. Und wird weggebracht. Dann sind wir schon, die erste ist offen. Dann wird er aufgestellt. Kriegt einen Riss. Der Riss wird größer und dann erscheint ein Portal. Aus dem Portal kommt eine Hand. Dann ein Monster. Es wird bekämpft. Und ganz hinten. The Order discovered the Kashmar's source and locked it away here in the ancient city. Wir gehen nach vorne in die alte Bibliothek. Schauen wir uns um. Rechts haben wir Rune Nummer 3. Schauen wir noch in die Mitte her. Rune Nummer 4. Links zu den Büchern. Rune Nummer 5. Und Federn. Dann haben wir auf der rechten Seite gleich das nächste Wimmelbildspiel. Wir müssen die Bücher finden. Da haben wir eine Eichel für das Vögelchen. Hier hinten ist der Stern. Oh, Mann, zu weit vor. Dann haben wir die Bücher gefunden. Die Bücher fügen wir hier hinten ein. Ordne die Bücher so an, dass auf den Rücken ein Bild entsteht. So, die Schlange kommt mal hier rüber. So soll das Ganze dann ausschauen. Ich lasse das nochmal ganz kurz, dass man sich das anschauen kann. Dann haben wir auch den Eingang. Es gibt übrigens eine Errungenschaft, wenn man die Leiter hier... Ja genau, jetzt ist sie da. Das ist der Leitercode. Den muss man einfach nur ein bisschen hin und her schieben. Jetzt gehen wir raus zum Hauptquartier. Linke Statue. Hier oben ist Rune Nummer 6 und wir nehmen den Stock mit. Gehen wir zu der rechten Statue rüber. Rune Nummer 7. Der erste Inkasari-Stein hat den Schleier zwischen den Welten zerrissen. Wir hatten zu viel Angst, ihn zu zerstören und so versteckten wir ihn und machten es zu unserer heiligen Aufgabe, die Menschheit vor allen Monstern zu beschützen, die den Übergang benutzen. Wir bekommen außerdem eine Waagschale. Jetzt sind wir schon hier unten. Der Holzzeiger. Wir können die Klinge einfügen und die Federn. Dann haben wir schon mal einen Pfeil. Wir schauen sich hier rechts das noch genauer an. Dann wartet auch schon das nächste Wimmelbildspiel auf uns. Wir brauchen einen zerbrochenen Schild. Ein gegabeltes Gewehr? Monsterschädel. Als ich es das erste Mal gesehen habe, denke ich mir, ja welchen? Es ist das Skelettkopf hier rechts.
Gladiatornetz. Monsterklaue festgenagelt. Manticore-Pelz ist das Vieh hier. Die Kristallkugel. Golemfuß. Armschutz. Skorpion. Fessel. Münze. Und jetzt brauchen wir noch den Golemfuß. Der ist mir jetzt allerdings auch neu. Den muss ich selber erst suchen. Golemfuß. Jetzt bin ich blind. Das sind die Hörner. Galeere. Füßchen wären ja hier. Golemfuß. Klar, Eisen. Ich meine Stern. Mm. Wir kriegen ein gegabeltes Gewehr. Damit gehen wir jetzt zurück in die Bibliothek. Hier links hoch. Da kriegen wir einen Faden einmal auf der linken Seite. Mit dem gegabelten Gewehr können wir hier die Bretter abziehen, runterziehen, die Nägel rausziehen. Und wir kriegen einen Nagel und ein Schild. Gehen wieder nach vor. Linke Statue. Da fügen wir die Schützenscheibe ein. Dann kriegen wir einen Bogen. Bogen. Schnur. Und unseren Pfeil dazu. Dann gehen wir raus zum Eingang. Hier oben schießen wir jetzt drauf mit unserem Pfeil und Bogen. Kriegen Rune Nummer 8. Gehen auf die linke Seite her zum Brunnen. Da kommt unsere Waagschale, der Scheckel und der Nagel zum Einsatz. Dann kriegen wir Wasser. Damit gehen wir jetzt wieder rein in die Bibliothek. Links fügen wir das Wasser mal ein. Und rechts oben haben wir jetzt gleich das nächste Wimmelbildspiel. Leiter wieder rüber. So, wir brauchen die Buchteile. Tuschestab. Den fügen wir auch hier ein. Beim Wasser. Dann haben wir Tinte. Runen und Tinte fügen wir rechts ein. Aha! Now we're talking. Er freut sich. Das nehmen wir mit. Das kommt jetzt ganz vorne hin beim Tor. Hierher. Jetzt müssen wir Mathe machen. Vertausche die Runen, um passende Gleichungen zu erstellen. So, das heißt, wir brauchen mal oben 7 minus 2 plus 7 minus 3 ist 6. Dann brauchen wir unten 6 minus 3 ist gleich 4 minus 1. 4 mal 2 minus 5 ist 3 und 8 durch 2 ist gleich 4 mal 1. So soll das Ganze dann ausschauen. So, dann öffnet sich mal gar nichts. Wir müssen auf zurückklicken. Und dann sieht man erst, dass der Weg ins alte Heiligtum frei ist. The source of all nightmares. Time to end it. Wir gehen rechts rüber zum Skelett. Da kriegen wir einen Falkenhandschuh. Der erste Phönix ist nicht geschlüpft. Ich bin verwundert. Der zweite ist versteckt. Ein Feueremblem.
damit gehen wir jetzt zurück zum Bogenschützen, linke Statue. Beim Köcher können wir das Feuersymbol einfügen. Kriegen wir einen Feuerstein und Olivenöl. Und auf der rechten Seite das nächste Wimmelbildspiel. Eine etruskische Maske. Sirenenschweif. Bronzepferd. Streitwagen ist hier oben. Sonnenuhr rechts. Das Phönixei in der Mitte. Federn haben wir hier. 2 und 3. Cerberus, der Höllenhund, ist das hier, der dreiköpfige. Ein Zentaur. Medusa. Fledermausflügel. Papyrus. Und hier ist der Zentaur. Kairon. Wir kriegen ein Phönixei. Jetzt gehen wir wieder vor zum alten Heiligtum. Links leeren wir das Olivenöl rein. Mit dem Feuerstein machen wir Feuer. Machen wir hier zu. Kriegen einen Hammer. Legen das Ei oben rein. So, das hat einen Sprung. Jetzt helfen wir mit dem Hammer nach. Und holen ihn mit dem Handschuh raus. Close the slip between the worlds. You'll be stuck in this realm forever. Leave it open, and I will let you go back to your world. So, wir machen mal auf Helden. No! This ends here. You've haunted our world long enough. Spoken like a true hero. Let's see if you can back your words with action. So, wieder das Übliche. Wir verteidigen uns. Wir lassen uns diesmal ein bisschen mehr Zeit. Das fällt schon mal flach. Die sieht gut aus. Weil die Runen kommen auch immer random auf das Gestalt. Nee, die kann es auch nicht sein. Müsste die sein. The crystal is the gate. Destroy it and you're trapped here with us. So, die Psi fallen auch flach. Ich glaube, das ist die. Und jetzt lassen wir den Phönix fliegen. Is this real? Did the Kashmar let me go? It feels real enough to me. So, das war das Ende vom Bonuskapitel von Grimmige Legenden 3, die dunkle Stadt, der alte Stern. Ja, es hat mir, wie gesagt, das war ein schönes Wimmelbildspiel, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich natürlich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Wir sehen uns bei meinem nächsten Projekt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.